Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier aus Portimão aus Portugal. Eine wunderschön eingebettete Strecke hier in den Algarvenfront in Portugal. Das ist eine mega interessante Strecke, wird es euch dieses Jahr hoffentlich in Formel 1 2021 geben. Wir werden es leider wieder in Project Cars 2 fahren, aber falls ihr trotzdem Bock habt, morgen kommt auch die Hot Lap auf dieser Strecke mit unseren Formel X Drivern. Ihr kennt es von vor zwei Wochen schon. Abonniert also gern den Kanal, lasst gerne ein Däumchen rum da und ja, wir sind, schaut doch gerne auf Insta vor allem vorbei, da sind wir auch und auf TikTok sind wir. Da kommen noch immer so kleine coole Clips, die euch verleiten sollen, dass ihr hierher kommt. Online auch viele Solarzellen, ich denke mal, da wird die ganze Streckenelektronik damit betrieben. Wie immer auch alle Links oben rechts in der, oben rechts und auch in der Bio, also seid auf jeden Fall dabei und auf der Hut. So, lala. Aber ja, was war das für gestern für ein Qualifying? Ziemlich interessant, aber doch auch ziemlich nichtssagend. Um das auszudrücken, wir starten hier mal unser abgemagertes Formel-1-Auto ohne Halo, aber unsteuerbar, wirklich teilweise. Auch auf dieser Strecke merkt man, wie schwierig dieses Auto zu fahren ist. Ich weiß nicht, welche Rennserie die Formel-X-Autos sind, aber dieses Auto ist einfach teilweise echt unsteuerbar. Ich merke es auch hier, man fährt und fährt und fährt und du musst so viel umstellen. Ihr seht es auch hier, Traktionskontrolle 99, dann Balance Anhaft und so weiter. Da gibt es so viel und trotzdem muss ich so behutsam aufs Gas gehen, weil sonst mich das wegdreht. Das Spiel ist nur wegen einem Ding ziemlich cool, eben weil es so seltene Strecken wie Imola, Portimão, es gibt auch einen Nürburgring, also ja, den gibt es viel, auf vielen Rennstrecken und so, aber trotzdem, das ist halt, deswegen fahre ich dieses Spiel auf jeden Fall, aber ja, was soll ich sagen, sonst ist es eigentlich unbrauchbar. Also ich spiele das auch privat gar nicht, weil mir der Karrieremodus einfach zu kompliziert ist, zu schwierig. Ja, und deswegen spiele ich das Ganze leider auch nicht so oft. Also es gibt auch schon das Dreier, aber das mag ich gar nicht. Und wir fangen mal an. Das Qualifying, also das Training RT1 begann am Freitag. Davor gab es auch schon mal News, dass es in diesem Jahr in drei europäischen Rennen, ein Sprint-Qualifying geben, ein Sprint-Rennen-Qualifying. Das wird 100%, das wird 100% Kilometer von der Renndistanz halt sein und das wird ziemlich interessant werden. Auf dieser Strecke, glaube ich, ist es noch nicht, weil da müsste man auch das Qualifying für Sprintrennen schon Freitag gefahren haben. Ja, da fing schon mal an, da Carlos Sainz hat einen Teil verloren. Man wusste nicht genau bei der Boxenausfahrt. Ja, da hat sich ein Marshall hinbegeben, hat das weggeräumt, also kein Problem eigentlich. Da ist Gott sei Dank noch alles ja ziemlich glimpflich ergangen, viele rechts, viele links, aber leider nicht viel Aussagekräftiges. Außer die Red Bull sind beide sehr stark. Bottas auch mega stark mit der schnellsten Rennrunde. Hamilton, ja, da hinten ein bisschen versunken hinter Ferrari. Auch Pierre Gasly wieder mega stark vorne und George Russell hat der wie wenn er nie was anders gemacht hätte. Auch mal Caleb Eiler durfte mal fahren. Auch ziemlich cool für den Jungen. Und dass Nikita Mazepin wirklich 2 Sekunden langsamer war als Latifi. Das zeigt schon mal, dass er die Strecke, glaube ich, nicht so stark mag. Und natürlich, er war sogar 2,3 Sekunden langsamer als sein Teamkollege. Und da hat es auch geheißen, so, Mick konzentriert sich eher auf Latifi, weil der seine Resonanz ist und nicht halt sein eigener Teamkollege, weil der viel zu langsam hier ist. Und das finde ich halt dann schon traurig. Aber ja, es ist natürlich klar, weil wenn der Teamkollege zu langsam ist, dann muss man das auch. Dann ging es ins zweite Qualifying. War auch ziemlich, ja, wir sehen auch hier ein paar Kurven. Die Algarve, eine wunderschöne Strecke, kann ich nicht anders sagen. Auch in dem Spiel, man merkt es auch hier, ein paar Rutscher noch. Aber es ist auch meine Trainingszeit hier. Und dann ging es ins zweite Qualifying. Aber davor ging es schon mal mit so einem, ich will nicht sagen Empörer, aber da hat jemand wahrscheinlich wieder so ein Gullideckel-Element wieder oder so ein Betonelement angesaugt, weil die haben ja einen mega Anpressdruck, also eine mega Traktion. Und mega Kräfte, die sich da entwickeln. 10 Minuten später ging es los, als dann ausgemacht. Und ja, man konnte das Gott sei Dank gut und schnell ja wieder sichern. Hier haben auch Michael Macy, den Renndirektor, mit dem roten Pullover, das sollte er sein. Und auch ein paar andere Leute, das dürften die von der Strecke sein. Dann so ein bisschen Hollywood-like mit dem Heli und dem Mercedes hier. Sieht ein bisschen aus wie James Bond und da fehlt noch die Explosion, dachte ich mir. Aber auch hier leider nicht viel passiert, gab auch nicht viele Bilder oder so oder irgendwas zu erzählen. Ich habe mir beide Trainings angeguckt. Ja, wurde viel gefahren, aber auch viel Wind vor allem, auch viel
die Strecke ist zu kalt, zu wenig Traktion und so weiter. Nur Verstappen und Hamilton haben der ins 19er Zeit geschlagen. Dann noch wieder Bottas vorne mit dabei. Das ist mein heißer Favorit für heute, also wirklich. Auch Carlos Sainz mega gut und Fernando Alonso mit einem Purple dritten Sekt. Auch Ocon, was haben die zwei gemacht? Die sind da vorne mit dabei, Alter, Leute. Das wäre so geil, wenn der sich mal, ja, sagen wir mal, zu Top 5 qualifizieren würde. Ich würde es ihm so echt gönnen. Er ist auch am Vormittag nur mit den Harten gefahren, dass er dann noch einen Ersatzreifen fürs Training 2 hat. Ich liebe es einfach nur. Es ist mega cool. Und dann kam so ein bisschen ein kleiner Abflug. Ja, ich meine, das Spiel ist so unecht, würde ich mal sagen, von der Spielphysik her. Und da gucken wir jetzt nochmal die Replay an. Ja, ich weiß, 2018, aber ich fand auch das ziemlich cool. Wir haben noch ein paar Ausrutscher. Wie gesagt, das Auto ist echt schwierig zu steuern. Wenig Grip mit dem Auto. Und dann ging es hier so ein bisschen ins Fliegen. Aber Halleluja, so hardcore, wie es mich da gependelt hat. Das habe ich von innen gar nicht gemerkt. Aber das war immer richtig hardcore. Und dann geht es schon weiter ins zweite, in die zweite Session für heute. In unser Qualifying. Willkommen hier nochmal in Portimao. Auf dem wunderschönen Algarven-Circuit. Also wirklich echt schön bergauf, bergab, wie man sich halt die Algarven vorstellt. Und hier sind wir auch. Hier ist es wirklich echt eine geile Strecke. Ich freue mich schon, wenn es die in Formel 1 gibt. Auch dieses runde Gebäude hier auf diesem kleinen Hügel drauf. Das passt einfach. Es ist stimmig und ja, es geht los. Unser Qualifying. Ich bin mega gespannt. Können wir was reißen? 20 von 20. Ich habe die Schwierigkeit auf 93 hochgedreht. Also ja, nicht ganz wie in der Formel 1. Aber ich glaube, wenn ich noch ein, zwei Grand Prix fahren müsste, glaube ich, könnte ich das auch. Türkei. Auch eine Neuigkeit. Türkei wurde ja jetzt statt Kanada replaced. Das bedeutet, wir werden kein Kanada dieses Jahr wieder mal erleben. Leider, ich liebe die Strecke. Oh, ein bisschen zu weit rausgekommen. Hier würde es ja echt schon Track Limits geben, aber bei uns, da sind die Track Limits jetzt nicht so hardcore, würde ich mal sagen. Also, wir haben da ein bisschen entspanntere Stewards, aber ja, ich meine, irgendwo muss es immer einen Sheriff geben, der so sagt, hier sind die Gesetze und nicht drüber, und das kann ich auch verstehen. Hier auch links sind sehr starke Track Limits und in der letzten Kurve darfst du nicht mal mit dem Auto über den Curb drüber. Also, die meiden die Curbs so und so. Hier dann links darfst du nicht mal mit dem Auto über die Körper. Ich meine das aber auch, weil das kostet eher Zeit, als es gut macht. Ich bin wirklich mega gespannt, wie das Ganze in Formel 1 aussehen wird. Und ja, unser erster Versuch hat uns auf 1 gebracht. Was für eine Überraschung mit 2,1 Sekunden Vorsprung. Aber jetzt haue ich nochmal eine Runde raus. Die hat sich echt gewaschen. Das kann ich schon mal versprechen. Und das möchte ich euch auch versprechen. Auf jeden Fall, diese Runde wird es in sich haben. Also diese Runde wird es echt in sich haben. Und hier krasse ich echt nochmal alles zusammen. Der Weltrekord mit diesem Auto auf dieser Strecke ist bei 1,17. Das werde ich nie im Leben schaffen. Aber ich finde meine 1,23 auch ziemlich okay. Für das, dass ich das Handling absolut gar nicht feiere. Und auch das Auto so an sich, das ganze Verhalten vom Auto, ich hasse es. Wirklich, das Auto lässt sich gar nicht so steuern, wie ich will. Ich könnte auch mit so einem uralten Lotus von Senna oder so fahren, aber das wäre halt nicht das Gleiche. Hier haben wir so ein Formel 1 ähnliches Auto, sieht auch ein bisschen modern aus, denke ich mal. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir werden so jetzt mit dem Auto nochmal fahren. Wieder ein neues Design. Das sieht ein bisschen aus wie Spielkind Racing. Ich glaube, vorhin habe ich es eh gezeigt. Sieht echt ein bisschen aus wie Spielkind Racing. Habe ich mir auch zuerst gedacht. Aber ja, ich habe zuerst ein Orangenes gesucht, weil unser Main-Auto ja eigentlich McLaren ist für diese Season. Aber trotzdem. Jetzt geht es so ein bisschen, falls ihr eine detaillierte Sicht haben wollt von der Strecke, morgen kommt die Hot Lap um. Wann ist das Rennen? 15 Uhr, also 15.10 Uhr wird dann auch die Hotlap, 15.15 Uhr wird die Hotlap kommen. Ich bin mega gespannt, ob es wieder so spannend wird wie letzte Woche. Aber jetzt geht's los, letzte Kurve, Vollgas beschleunigen, eigentlich schon ab der drittvorletzten Kurve kann man alles Vollgas fahren. Hier dann richtig, richtig lange Gerade, auch gut im Rennen zum Überholen. Dann in die erste Kurve, wo viele, viele Autos sind. Aber die lassen Gott sei Dank ein bisschen Platz. Hier auch die Track Limits mit dem linken Vorderrad eingehalten. Dann kommt hier Kurve 3, der erste härtere Bremspunkt. Dann, ja, diesen kleinen Hügel rauf. Und dann kommt, ich glaube, hier ist sogar eine DS-Zone in der Formel 1. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube schon. So, dann kann man sich hier ein bisschen dran saugen. Ja, und wieder so eine enge Kurve. Und die musste echt eng. Ein bisschen zu spät gebremst, ja. Der irritiert auch und hat gar keinen Platz gelassen, dieser Mann hier. Und dann links dieses, ja, Streckengebäude. Dann hier, eine halbe Sekunde im ersten Plus. Das ist nicht so gut. In der Formel 1 wäre das echt schon die totale Katastrophe. Aber bei uns hier ist es Gott sei Dank nicht so. Also hier in dem Game, da hast du echt noch alle Karten offen, auch wenn du hier
schon so eine halbe Sekunde oder so im Plus bist, da denkst du, bricht jeder normale Fahrer ab. Hier echt die komplette Strecke mal genutzt und das hat sich auch ausgezahlt gemacht. 0,8 Sekunden, also 0,8 waren wir hier fast eine Sekunde schnell in Sektor 2. Also hier geht auf jeden Fall noch ein bisschen was. Dann hier innen bleiben, da rutsche ich immer viel zu weit raus, aber jetzt habe ich die halbwegs gut mal bekommen. Solla. Und jetzt die letzte Kurve, auch essentiell wichtig für die schnellste Rennen. Und ein bisschen den Körper mitgenommen, aber das ist okay. Und zack, wir ziehen auf die Geraden dieser Hügel drüber. Und wo bleibt die Uhr stehen? Sie bleibt bei 1 Minute 23, na Blödsinn, jetzt bei 1 Minute 22,5 bleibt sie nun stehen. Du bist eine neue schnellste Runde gefahren. Wir haben es geschafft, die Pole Position ist da. Und die Schwierigkeit ist auch ein bisschen höher gedreht. Das wird auch morgen am Montag im Rennen dann ein bisschen interessant werden. Da gehen wir auch, wie immer, alle Highlights vom Grand Prix in Portimao, der am Sonntag ist, durch. Ja, wir werden auch morgen auf Marius sein Event reagieren. Da hat er Teil 3 seiner Doku rausgebracht. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen und ihr seid verblüfft, wie gut ich nicht bin in dem Game. Okay, das war vielleicht ein bisschen Ironie, aber trotzdem. Ich hoffe es. Also, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Hier haben wir nochmal einen Bird View auf die Strecke, wo es morgen hoffentlich richtig zur Sache geht. Mein Qualifying-Tipp ist, Hamilton holt sich die Pole vor Verstappen. Nein, ich sag Bottas, Verstappen, Hamilton. Das wäre mal eine coole Kombi. Sagen wir Bottas, Verstappen, Hamilton. Schreibt gerne neue Tipps in die Kommentare. Und wie gesagt, abonniert den Channel auch gern. Lasst gerne ein Däumchen rum da. Macht die Glocke auch gern weg. Und wir sehen uns hoffentlich morgen zur Hotlap oder später zu einer Reaction hier auf diesem Kanal. Schaut auch gerne auf Insta vorbei, falls ihr da Pics sehen wollt. Und auch auf TikTok, wie gesagt, da kommen immer coole neue Online-Clips, wäre auch immer ein Privatkanal. Bis dahin, danke fürs Zugucken. Alle Links unten in der Bio und ich bin raus. Bis später und ciao.